Und damit herzlich willkommen zurück zu This War of Mine. Und da ist die eine Ratte. Jemand drinne, wollte ich gerade schon sagen, und guckt trotzdem alles noch dahin. Ist okay. Ja, eine Ratte war da. Okay, hier finden wir auf jeden Fall auch nochmal einige Dinge. Wir nehmen aber jetzt nur mal das, denn wir brauchen unbedingt, wir gucken, da hängt ja tatsächlich jemand. Oh mein Gott. Okay. Wir brauchen Lebensmittel, das ist ganz wichtig. Und dann können wir in der nächsten Nacht von mir aus auch nochmal Zucker nicht, den Zucker gäbe es keinen Schnaps, ein essentieller Bestandteil für den Gärungsprozess, ja. Das lasse ich mal da, weil, aber Wasser nehmen wir mal ein bisschen mit, weil wir brauchen trinken. Das lasse ich auch mal da. Und wir gucken weiter. Zucker, wir wissen also, wo wir noch Zucker finden können, auf jeden Fall. Haus brennt noch. Das ist auch sehr gut. Dafür lassen wir... Kann ich das essen? Nee. Ja, das lasse ich bestimmt nicht da. Nein. Gemüse. Wir können es ungekocht essen. Es stellt jedoch eine viel bessere Mahlzeit gekocht dar. Gut, wir gehen mal noch hoch. Vielleicht brauchen wir ja den Dietrich noch. Und dann sage ich ja, wir brauchen den noch. Sehr gut. Dann können wir den auch gleich nutzen. Dann ist der Platz frei. Gucken wir erstmal rein. Und dann nehmen wir den Dietrich und machen das Ganze einfach mal auf hier. Kann ich in den Rucksack greifen und was essen? Rauswerfen? Nee. Schade. Gut. Ein Flyer, der über der Stadt abgeworfen wurde. Darauf steht, in dieser Zone wird eine Antiterroroperation durchgeführt. Personen, die in der Stadt bleiben, werden als Unterstützer der Terroristen angesehen. Verlassen Sie sofort Pogoren, sonst ist Ihre und Ihre, die Sicherheit Ihrer Familie in Gefahr. Die Armee garantiert Ihnen sicheres Geleit. Nicht viele glaubten Ihnen nach all den Gräueltaten, die Sie begangen hatten. Ja... Das war wohl nicht so die Wahrheit, was sie sagten. Gucken wir mal weiter. Ist nochmal, das ist für... Mir fällt es gerade nicht ein. Ah, ja, hier ein Düngemittel halt. Damit können wir auch Kleintiere fangen. Das hier ist Drehtabak, das nehmen wir nicht mit. Ich nehme mal das noch mit. Eigentlich wäre... Aber da brauchen wir vier von. Für ein Messer brauchen wir diese Waffenteile sozusagen. Ich guck mal, ob wir runterkommen. Wir kommen runter. Dann machen wir das Teil hier weg. Mist. Das hat mir den Dietrich gebraucht. Aber okay. Auch hier können wir natürlich wieder hinkommen. Draußen müssen wir ein bisschen aufpassen. Gucken, was hier drunter ist. Das sieht schon schön aus. Muss man einfach sagen. Also. So von da. Oh. Perfekt. Selbstgezogener Tabak, Kaffee. Gut, das lasse ich da. Tabak, Kaffee. Kräuter haben wir ja eigentlich, ne? Komm, und dann nimmt man die. Drehtabak, Zigaretten. Nee, das lasse ich mal da. Wir nehmen mal. Das mit noch. Und ja, gehen dann mal zurück. Das war...
Na, ja, würde ich sagen, doch recht erfolgreich. Wir haben ein bisschen Nahrung gefunden wieder, ein bisschen Lebensmittel und ein paar Bausachen. Das war auf jeden Fall mal wichtig. Wir brauchen aber als nächstes ganz, ganz wichtig, ja, irgendwie eine Waffe. Wir brauchen was zur Verteidigung, ansonsten kriegen wir echte Probleme. Und da ist er. Wir wurden ausgeplündert. Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Okay. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein und sie haben nur geringfügig Schaden angerichtet. Schade, dass wir keine Waffen hatten. Wurde zuletzt aber. Hatten, wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Sachen leisten gute Arbeit. Ja, wer wurde denn verletzt? Katja wurde verletzt. Okay. So, wir haben jetzt ein paar Nahrungssachen. Das heißt, als erstes mache ich jetzt mal so einen, ja, Ofen. Den stelle ich jetzt mal dahin. Und dann gucken wir mal, ob wir noch was herstellen können. Und ich stelle mal eine Brechstange her. Das kann durchaus sein, Katja, dass die Scharfschützen noch da sind. Hol dir mal einen Verband. Ich weiß nicht, ob du einen Verband brauchst. Mal da reingucken. Krieg ich keine Infos. Schade eigentlich. So, unser Bruno hat jetzt ein bisschen was gemacht. Und wir nehmen jetzt die Bücher und machen mal Brennmaterial. Dann kann er mal Essen herstellen. Ja, das stimmt. Hat sie sich verbunden? Es gibt nie genug, genau. Sie hat sich verbunden. Das ist okay. Dann geh mal da runter, dann ess du mal was. Und lassen wir ihn jetzt auch mal was essen. Ich weiß, ist ein bisschen egoistisch, aber wir haben hier oben ja noch ein bisschen was. Ist es zwar roh, aber ja. Da muss er durch. Jetzt stehen sie ineinander. Hui. So, wir haben einen Diamanten. Das ist gut, oder? Ein Schmuckstück. In dem Falle. Wenigstens haben wir ein paar Zigaretten. Ja, das stimmt. Ich blute, aber nur ein wenig. Leg dich hin. Mein Magen knurrt. Genau, dann geh du mal was essen. Hier. Unser Bruno raucht. Eine Runde. Und den können wir eigentlich auch mal hinlegen. Ich könnte etwas Ruhe vertragen. Ja. Aber die kriegst du gleich, versprochen. Geh noch da hoch, mach das noch auf. Und dann vielleicht lassen wir ihn auch einfach mal in der Nacht jetzt zu Hause. Dass er schlafen kann. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall Verteidigung. Wir haben jetzt das erste Mal einen Überfall sozusagen gehabt. Und das ist natürlich nicht so schön. Wir brauchen also Verteidigung. Plus 18 Grad. Die Temperaturen gehen noch. Jetzt gehen wir noch schnell hier rein. Hier rein. Da hinten ist ja nichts mehr. Nö. Gucken, was wir hier noch finden. Die haben wir noch, okay. Und nochmal Medikamente. Das ist gut. Wir haben auch nochmal Zucker gefunden. So. Kann ich noch ein Werkzeug herstellen? Ich glaube es nicht. Nein. Gut. Können wir hier irgendwas herstellen? Nein. Ja, aber. Ja.
Hierfür bräuchten wir diese Teile und hierfür bräuchten wir diese Teile. Was brauchen wir hierfür? Okay, auch diese Teile. Gut, dann... Was konnten wir herstellen? Weiß ich schon wieder nicht. Okay, nur Brennmaterial. Ja. Sie ist verletzt. Leicht verletzt. Leicht krank. Erholt sich. Kann er sich vielleicht eine Medizin nehmen oder so? Und lassen wir Pavlo mal ein bisschen schlafen. Denn der hat jetzt 2 Nächte, ja, war er aktiv draußen. So, kann er ein bisschen schlafen. Kannst du Medizin nehmen? Nicht so gut, ich glaube, okay. Nimm. Zack. So, auf Medikamente. Dann beruhigt er sich vielleicht wieder und wird wieder ein bisschen fitter. Ja, das ist jetzt das, was wir aktuell haben. Mach die Tür bitte wieder zu. Und auch hier die Tür zu. Der Tag ist beendet. Und wir müssen wieder weitergehen. Diesmal gehen wir wieder hier hin. Ich nehme doch wieder Buffler mit. Und lass ihn. Und wir gehen dahin. Wir nehmen das mit, wir nehmen das mit und vor allem nehmen wir das mit. Und ich hoffe, dass er noch lebt. Ich mache es doch. Wir haben ja ein bisschen Nahrung gefunden. Wir hoffen, dass er noch lebt. Wir wissen es aber nicht. Ich weiß, hier gibt es nicht mehr so viel, glaube ich. Wir sind ja oben auch nicht reingekommen, weil wir kein Sägeblatt haben. Aber okay. Haben wir hier schon geguckt? Weiß ich gar nicht. Wir haben noch ein bisschen Nahrung daheim. Deswegen ist das nicht so... Okay. Ist aber keine Leiche. Wo ist er denn? Ist er tot? Ist er weg? Abgehauen? Ich weiß es nicht. Hey, wo bist du? Da ist er. Oh nein. Bist du da reingekommen? Oder hat da sich hier nur einfach jemand eingeschlossen? Das kann auch sein. Oh Mann. Da müsste er ja theoretisch noch irgendwo sein. Vielleicht hier unten. Hey, ich habe mich erschreckt. Es tut mir leid. Ich habe ihn so vorgefunden. Leg dich nicht mit mir an. Okay. Hätte ich jetzt ein Messer, würde man gerade mal eine über die Rübe blaten. Aber... Trau dem nicht so ganz. Wir haben ihn Essen mitgebracht. Er kommt wieder zurück. Wir hauen ab. Ich traue dem nicht so ganz. Ich glaube nicht, dass der ihn so vorgefunden hat. Ich denke, er hat ihn umgebracht. Tag 4. Noch immer sind wir
in diesem Häuschen. Sie stehen. Er ist erschöpft. Die Nacht war ruhig. Ich befürchte aber, dass die nächste Nacht nicht ruhig wird. Denn ich denke, dass wir Ärger bekommen werden. Wir bauen jetzt mal dieses Teil. Die Frage, die ich mir gerade stelle, kann ich das hier unten hinstellen oder muss ich das da oben hinstellen? Aber auch wenn ich es hier unten hinstelle, geht das offensichtlich. Ich stelle es dann einfach mal dahin. Sie ist hungrig. Zu viele schlaflose Nächte. Ja, komm, leg dich hin. Bruder, leg dich hin. Ruh dich aus. Vielleicht kann sie ja auch was zu essen basteln. So. Ich brauche Ruhe. Ja, gleich. Mach davon mal noch eins. Hungrig, sehr müde, sie ist nur hungrig. Okay, dann nimm du dir mal so eins, jetzt mal roh, ich weiß, aber ja. Ihnen lassen wir das Teil noch anbringen. Wir versuchen klarzukommen. Es ist jemand an der Tür. Das ist der Händler, glaube ich. Na, mal auf. Was hast du denn? Okay, wir haben einmal Medikamente davon. Wir haben einmal diese Medizin. Wir haben einmal noch Bandage. Er hat Dietriche 3 Stück. Das brauchen wir nicht, das können wir uns selber herstellen. Alkohol, nein, brauchen wir auch nicht. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, das würde sich lohnen. Das Problem ist nur, das hier wird nicht reichen. Gut, wir können uns einigen. Oh, wir können uns doch einigen. Das wäre genial. Oh, okay. Okay, hier jetzt nicht mehr. Okay, dann machen wir dies. Okay, das ist ein Deal? Nein. Ich besuche sie wieder. Jo, tschüss. Mach's gut. Das ist auf jeden Fall ein Deal. Vielleicht können wir damit jetzt noch ein bisschen was machen. Vor allem immer noch kein Messer. Ah, wir brauchen davon noch. Okay. Aber wir haben schon mal ja, die ersten Dinge. Könnten wir einen Stuhl machen zusätzlich, aber da oben haben wir mal einen Stuhl. Können wir noch ein Bett machen? Nee, können wir auch noch nicht machen. Nicht mehr. Okay. Ja, wir können momentan nicht viel machen, deswegen würde ich eigentlich sagen, lass uns den Tag beenden und auch die Folge beenden. Wir sehen uns dann also gleich wieder in der nächsten Folge von This War of Mine. Dann werden wir uns wieder aussuchen, wo wir hingehen und vor allem mit wem wir hingehen. Also, bis gleich, meine Freunde. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Auf Wiederhören? Schauen? Ach, wie immer. Bis gleich.